steht für Heiraten und symbolisiert den friedvollen Flieger. Das ist die zweite Stufe. Was wir jetzt gleich sehen werden, ist die andere Form, nämlich die Form, die uns tagtäglich begegnet. Das Hayan Sandan Kumkaichi auf die Fläche. Der friedvolle Krieger, das sind die, die jetzt in der Mitte stehen. Das ist ein Team aus Jugendlichen und das ist eine typische Situation, wie wir sie tagtäglich auf der Schule finden, wie wir sie auf den Schulhöfen finden. Im Grunde genommen ist es so, dass die Jugendlichen, neudeutsch gemobbt werden. Und auch das ist ein Bestandteil des Schulkarnevals, da steuern wir gegen an. Bei dieser Übung ist es so, dass die drei einen hermetisch abgeriegelten Raum haben. Diesen Raum, der Rest in diesem Raum lassen sie niemanden heran, schützen sich gegenseitig und können somit etwaige Angreifer abwehren und zeigen so gemeinsame Stärke. Die gemeinsame Stärke wird von uns vom ersten Tag an trainiert.